Dieses Troll-Level ist genial. Es war ein permanenter Kampf zwischen mir und dem Trollentwickler, wer wen outsmartet. Und wir haben hier teils super kreative Trolls, die sich nicht in Worte fassen lassen. Zudem sind die Checkpoint-Flaggen die wahrscheinlich teuflischsten Wesen in diesem gesamten Level. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Playthrough. Ich hatte wirklich den Spaß meines Lebens. Hammer-Troll-Level. Let's go. Da sind wir mal wieder. In einem Level einfach nur, um uns hardcore verarschen zu lassen. Freunde, schön, dass ihr dabei seid in einem weiteren Level der Super Wagon World. Eine riesige Trollwelt in Super Mario Maker 2. Und wir sind weiterhin auf dem Weg, alle Level zu schaffen. Dieses hier ist im Mario Bros. 3-Stil gehalten, den wir tatsächlich schon lange nicht mehr gespielt haben. Und jetzt komme ich hier endlich mal ein bisschen zum Chillen. Und weil ich in letzter Zeit immer häufiger Kommentare bekomme, so nach dem Motto, hey, kannst du mal den Level-Code posten oder so? Kann ich leider nicht. Das sind alles gebannte Level, die es nicht mehr offiziell in Mario Maker 2 gibt, weil hier werden Techniken verwendet, die Nintendo nicht so mag. Und dementsprechend braucht man hier viele Vorkehrungen, um diese Level spielen zu können, die ich leider euch nicht weiter aus rechtlichen Gründen erklären darf. Ansonsten hätte Nintendo Möglichkeiten, mich etwas rechtlich zu bumsen. Nennen wir es mal ganz freundlich so. Wir haben doch alle Nintendo lieb. So, kümmern wir uns jetzt aber um das Level. Wir haben jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Entweder springen wir oben gegen den Fragezeichenblock oder wir laufen einfach nach rechts. Und wisst ihr was? Ich laufe einfach nach rechts. Man muss immer manchmal das tun, was man für dumm hält. Und das war richtig. Oder? Warte, ich hüpfe hier hoch. War das? Es war zum Teil richtig. Wir gehen jetzt hier hoch, dann wird der Kollege hier rüber gegietet und wir gehen runter. Und ich chill jetzt hier erstmal. Was ist, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe? Passiert da nochmal irgendwas? Nee, okay. Ich glaube, wir müssen hier runter. Und das Spiel sagt mir, dass ich in die gelbe Röhre muss. In die gelbe Röhre, aus der der Mancha rausgekommen ist? Hier? Oh mein Gott. Gott, ich kann da stehen. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich hüpfe einfach mal hier rüber. Hüpfe mal hier runter. Nee. So, ich sehe aktuell als einzige Möglichkeit, Freunde, dass wir uns hier fallen lassen. Es riecht zwar auch wieder sehr danach, als ob ich hier getötet werden soll. Oh, 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 oh. Oh, oh. Das wirkt jetzt aber ganz korrekt, muss ich zugeben. Nein! Oh mein Gott! Ich darf den nicht aufsetzen. Ich muss den werfen. Ich glaube, an der Stelle mache ich den Schuh wie Schuster. Ich muss den Panzer aufheben. Alles klar. Dann lassen wir den in Ruhe. Machen jetzt so. Genau. Und dann heben wir ihn hoch und werfen ihn. Und ich habe das Gefühl, dass ich ihn jetzt aufziehen muss. Genau, um hier durchzukommen. So, was geht hier ab? Ich habe halt irgendwie das Gefühl, wenn ich den töte, sterbe ich. Ich habe das Gefühl, dass ich dann irgendwas auslöse. Ich gehe mal hier rüber und werfe den von hier. Okay, ich krieg noch einen. Ich werfe ihn wieder von hier. Und jetzt spawnt der über mir und teleportiert mich in den Keller. Also ich bin ehrlich, ich habe nicht genau verstanden, was gerade passiert ist. Das ging irgendwie für mein Hirn etwas zu schnell. Aber ich glaube, ich wurde gerade nach unten in den Schacht teleportiert, weil ein Powerblock auf mich draufgefallen ist. Okay, so, da fallen jetzt Mancher über mir runter, ne? Genau. So, und dann werfe ich die jetzt von hier. Weil da werde ich nicht nach unten teleportiert. So, und okay, ich bin durch. Das ist gruselig. Ich traue dem Braten noch gar nicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Was machen wir? Drei Möglichkeiten. Ich nehme einfach mal die erste. Das war offensichtlich nicht die richtige Entscheidung. Ja, der Sprachfehler kickt an der Stelle auch schon. Der Troll ist jetzt auch schon im Schädel angekommen, Freunde. Übrigens, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, wenn ich folgenden Satz sage, smash that Like-Button, dann sollte jetzt bei euch der Like-Button leuchten. Also auf jeden Fall auf dem Handy. Ob es am PC auch nicht, ob es am PC so ist, weiß ich nicht. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob euer Like-Button bei smash that Like-Button geleuchtet hat. Und dann smasht ihn, wie ihr mich smashen. So, Freunde, wir probieren Option Nummer 2. Dort zu hüpfen. Hat nicht so gut funktioniert. Dann einfach die Röhre. Ich meine, ich kann durch. Das ist zwar irgendwie eine sehr komische Lösung. Und ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass das hier was bringt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe einfach mal nichts gemacht. Ich habe einfach mal nur gewartet. Das sah erst so aus, als ob die Pflanze
die Feuerblume wäre. Aber ich bin einfach stehen geblieben. Ich habe einfach nur beobachtet. Dann kam erst die Piranha-Pflanze, dann kam jetzt die Feuerblume. Und dann fiel gerade eben nochmal so eine Kanone runter, die mich, glaube ich, auch getötet hätte. Ich glaube, einfach chillen ist hier des Rätsels Lösung. Ansonsten wäre man, glaube ich, immer getötet worden. Look ahead. Okay. Ja. Und jetzt kann ich hier durch. Oh mein Gott, Freunde, wir haben den Checkpoint! Let's go! Ja, und ich glaube, jetzt muss ich mich töten, oder? Weil ich hier ansonsten, glaube ich, nicht weiterkomme. Oh nein! Oh nein! Oh nein, ich darf den Checkpoint nicht aktivieren! Ich darf den Checkpoint nicht aktivieren! Deswegen stand da Look Ahead! Ich muss jetzt das Level neu starten und beim Level neu starten wird der Checkpoint weggemacht! Der Checkpoint hat mich getötet! Nein, 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 nein! Oh man, ist das asozial! So, und jetzt nicht den Checkpoint aktivieren. Und wie man hier vor allem auch noch gewarnt wird, ne? Hier wird es auch noch gesagt. Und es wird dir sogar noch angezeigt, dass das dich... Und, aber man ist so darauf fokussiert, Freunde. Man ist so darauf fokussiert, geil, geil, Checkpoint, dass man es sich einfach verbaut. Aber jetzt müssten wir es haben. Jetzt müssten wir es haben. Und ich nehme nicht den Powerblock mit. Ich nehme ihn nicht mit. Oh, ich kann den nicht... Oh. No way. Okay, ich dachte, es wäre richtig von mir, ihn nicht mitzunehmen. Ist es aber nicht. Aber wir haben den Checkpoint, Freunde. Wir können uns trotzdem freuen. Warte mal, aber den Powerblock mitnehmen ist auch... Die Kanone ist verschwunden, aber ich bin auch gestorben. Ah, einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Okay, okay. Nein, das war dumm. Ich habe den Powerblock da reingeworfen und dadurch ist er weggeflogen. Wie man im Volksaltbayerischen sagt, es hat den Schuh gemacht. Wie Kanye. So, das heißt, wir werfen ihn jetzt hier oben. So, und dann habe ich hier eine Treppe, die nach oben führt. So, und ein weiteres Mal beginnen hier dieses Spielchen. Nein, wartet mal. Ich hätte hier den Powerblock gebraucht, oder? Aber, oder muss ich den Powerblock in die Clownskutsche werfen? Und wenn die Clownskutsche wegfliegt, obendrauf? Das kann auch des Rätsels Lösung sein. Wir jeden die da rein. Und dann... Nee. Hä? Ha, lol! Wenn ich den Powerblock habe, kann ich da rein! Oh mein Gott, jetzt wollte ich nach hinten laufen, um zu flüchten. Und genau da erscheint ein Muncher. Weil der Troll-Level-Ersteller wusste, dass man hier nach hinten laufen würde, weil man bei einer vorherigen Challenge an der Stelle nach hinten gelaufen ist. Hör bitte auf, meine Gedanken zu lesen. Bitte. So. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Oder? Kommen wir hier durch? Okay, ich kann dem trauen. Wir laufen hier durch. Und jetzt geht das... Okay, ich muss direkt hinter dem Fall stehen bleiben. Wir sind schon wieder an dem Punkt. Der Levelersteller kennt ganz genau die Reflexe, die der Blind-Spieler hätte. Er weiß genau, wo der Spieler instinktiv hinflüchten würde und nutzt das gegen den Spieler. Wir bleiben einfach hier stehen. Okay, was passiert hier? Stern oder hoch? Stern oder hoch? Ich hab hoch. Das war falsch. Nee, es war richtig, oder? Nee, ich bin immer noch stuck. Okay, jetzt tötet er mich. Ich hüpfe einfach so nach oben. Oder ich hüpfe nicht nach oben. Okay. Ich hüpfe einfach mal nicht. Aha! Und wenn ich nicht hüpfe, dann komme ich hier durch. Folgendes. Was mich gerade verwirrt. Der Stachelblock. Seht ihr den Stachelblock? Stachelblöcke werden immer an Orten platziert, wo der Spieler sich selber softlocken soll, damit er sich da töten kann, um zum Checkpoint zurückzukommen. Aus welchem Grund gibt mir der Levelersteller dort oben einen Stachelblock, wenn die Röhre doch eigentlich der richtige Weg ist? Versteht ihr, was ich meine? Was ist hier unten? Wurde ich schon wieder getrollt? Habe ich zu viel in den Stachelblock interpretiert und es wäre doch der richtige Weg gewesen? Oh nein! Deswegen! Wenn man ihn zu schnell tötet, dann friert er das Eis nicht auf. Wir hatten es tatsächlich schon richtig. Aber ich habe nicht gesehen, dass die Münzen, die vor der Röhre waren, erst ursprünglich eingefroren waren. Und dadurch dachte ich, die Münzen wären da immer und dann war ich verwirrt und... Oh man! Also ich habe den Stachelblock schon richtig interpretiert. Ich habe noch nicht verstanden, dass die Röhre eingefroren war. So, und jetzt ist die Röhre frei und wir kommen hier durch. Oh Mann, ey. Alles klar, ich glaube, den hätte ich nehmen müssen. So, jetzt kommen wir wieder aus der Röhre raus. Instant einsammeln. Instant einsammeln. Zack.
Wir kommen hier durch. So, und jetzt, genau, hat er wahrscheinlich extra die zwei Donutblöcke gemacht, dass man nicht den Pilz mitnehmen kann. So, das sieht doch schon wieder unglaublich gruselig aus. Wir haben oben einen Pilz, auf den zwei Pfeile zeigen. Eine Stachelkugel rollt unaufhörlich in unsere Richtung. Wir haben unter uns blaue Plattform. Und wenn ich auf die blaue Plattform gehe, wird Mario nach rechts geschleudert. Da ist irgendwie ein unsichtbares Laufband oder so drunter. Ich vermute, das heißt hier schnell hochhüpfen. Okay. So, was kann jetzt passieren? Die Kugel kann in beide Richtungen rollen. Hier ist sie gesoftlockt. So, wenn ich jetzt darüber renne, dann rollt die da hoch. Warte mal, was ist, wenn ich ganz schnell auf den Eiszapfen renne? Was passiert, wenn ich ganz schnell auf den Eiszapfen renne? Kann ich dann der Kugel entkommen? So, Freunde, ich versuche, hier jetzt schnell durchzukommen, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Passt auf. Okay, okay. War das richtig? War das richtig? Oder nicht? Ich mache es mal nicht. Okay, okay, okay. Nein! Da ist Checkpoint! Da ist Checkpoint! Der hat mich so schnell daran vorbeigeschossen, dass ich den Checkpoint nicht gesehen habe. Dieses Level hat einfach die teuflischsten Checkpoints aller Troll-Levels. So, Freunde, jetzt. Jetzt werden wir runtergeschubst. Und hüpfen, hüpfen. Ich bin gehüpft. So, war das jetzt gut oder nicht gut? Okay, ich komme hier durch. Und ich kriege hier einen Stachelhelm. Alles klar, Freunde. Ich muss hier hüpfen, I guess. Und ich werde nach oben geschleudert. Und ich falle runter. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Ja, 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 ja. Okay, und da ist Feierabend. Okay, aber jetzt hört hier alles auf. Warum hört jetzt hier alles auf? Und jetzt bewegt sich wieder alles. Muss ich jetzt neu starten? Oder nein, oder muss ich das Feuerding bekommen? Oh boy. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich hier selbst zu töten. Aber immerhin, Friends, immerhin muss ich nicht neu starten. What the fuck ist hier gerade passiert? So, wir gehen hier rein. Wenn ich hier hüpfe, ich werde mal nichts drücken. Ich werde nichts drücken. Okay. Das scheint das Rätsel Lösung gewesen zu sein an der Stelle. So, ich kann jetzt wählen, will ich Feuer, die normale Clownskutsche oder nichts von beidem? Das ist der Tod. Aber ich hab's probiert. Ich nehme einfach mal Feuer, aber eigentlich braucht man bei sowas Feuer, ne? Jetzt habe ich die Feuer-Clowns-Kutsche und mit der fliege ich nach oben und komme jetzt hier durch. Also liegt der Troll darin, Friends, dass der Spieler so zweifach um die Ecke denken soll, dass er eigentlich denkt, ja, ich brauche Feuer, deswegen nehme ich aber das andere, weil ich ja getrollt werde, dass dann aber doch wieder Feuer die Lösung ist. Also ich habe das Gefühl, hier gerade die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Okay, warte mal, hier sitzen. Schau mal. Oh, da unten ist ein Z-Knopf. Der Z-Knopf hat jetzt dafür gesorgt, dass ich verkackt habe, oder? Ich glaube, hier ist jetzt einfach der Weg in den Tod. Kann das sein? Ich glaube, hier mache ich jetzt einfach den Schuh. Ich kann sogar oben lang rennen. Oh nein. Das bringt mich wieder in den Raum. Wir sind wieder da. Naja, ich find's aber gar nicht so bad, Friends. Dann schätze ich, mache ich einfach bei der ursprünglichen Feuer-Clowns-Kutsche einfach das Eis da drüben weg, oder? Ich schieße jetzt einfach. Ich steige nicht aus. Ich werde erst aufhören. Ich werde in dem Moment aufhören. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Und jetzt muss ich wieder in diesen Trollraum. Ach, ich hasse dich doch, Levelersteller. Ich hasse dich doch. Ey, du bist doch so ein Pisser. Passt auf. Im richtigen Moment. Ich düse es hier auch gleich vor, dass ich im richtigen Moment... Jetzt! Genau. Dass ich im richtigen Moment Z drücken kann. So. Und dann können wir durch die rote Röhre. Und was steht jetzt hier? Eisig. Dieser Troll bestand daraus, dass man hier so lange wartet, um den Text zu lesen, dass in dem Moment, wo man den Text realisiert hat, einen ein Eiszapfen getötet hat. Genau das, was der Text sagt. Dieser Troll basiert darauf, dass der Spieler neugierig ist, diesen Text zu lesen. Und deswegen wurde hier so ein Bildschirmeffekt eingefügt, dass man den Text nicht direkt erkennt, um lang genug zu warten. Ist das asozial? So, da ist der Bildschirmeffekt. Und wir gehen instant durch die Röhre. Wir sind jetzt hier stuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, man kommt aus der linken Röhre. Deswegen ist dieser Bonsai-Bilder am Anfang. Und weil man instinktiv immer nach links weitergeht, kommt man wieder aus der Röhre raus, wo man gekommen ist. Man muss sie nach rechts drücken, aber das siehst du nicht wegen dem Bonsai-Bild. Alter, dieses Level hat so kreative Trolls. So, nach rechts drücken, Freunde. So, und dann werde ich jetzt hier hoch befördert.
Und wir sind an einem neuen Ort. Okay. Och nein, ich kann da schon wieder nicht rein. Wieso? Hätte ich schnell genug sein müssen? Hätte ich schnell genug sein müssen? Oder muss ich hier ein Item hochheben? Ich weiß es nicht. Oh, ist dieses Level übel. Okay, wenn ich mich jetzt hier beeile, dann kann ich hier rein. Und dann hier das eine Eis wegmachen. So, dann komme ich hier runter. Was passiert jetzt, Freunde? Was passiert jetzt? Ich werde doch gleich wieder sterben. Nein, da ist ein geheimer Donut-Block. Boom. Buh. Oh mein Gott, aus dem Boom wird ein Buh. Und dann tötet einen nicht der Bob-Om, sondern der Buhu. Das ist so ein unnötiger Troll, der aber schon wieder so fucking viel Qualität hat. So, und jetzt warten. Zack, und dann hier rüber. Alles klar, da wären wir. Analysieren. Wir haben so einen Kasten. Da ist wahrscheinlich ein unsichtbarer Block drin. Wir haben einen On-Off-Block und wir haben einen Brick-Block. Wieder drei Möglichkeiten, in der ich jetzt all das hier aktivieren kann. Ich fange mit dem Brick-Block an. Okay, da passiert erstmal nichts. So, erster oder zweiter Block. Ich starte mit dem zweiten. Lauf mal ein bisschen zur Seite. Der gibt mir da drüben einen Tanuki. Oh mein Gott, hier ist aber noch, hier sind noch mal welche. Okay, ich glaube, ich muss hier stehen bleiben und dann schnell rüber. Da rüber zu gehen, auf den Tanuki warten, ist falsch, weil der nach oben fliegt. Solange aber auf der Seite warten, wo ich war, ist auch falsch, weil man dann nicht mehr zurückkommt. Wir haben es halb richtig gemacht. So, Freunde, nochmal hier hin. Warten an der Stelle. Genau, und jetzt schnell genug hier rüber. So, alles klar. Dann haben wir doch den nächsten Troll geschafft. Was steht hier? Hit. Then. Hit on off block then. Oh Gott. Triff den on off block und dann in die rote Röhre. Kein Tanuki. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufs Maul bekommen. What the hell? Da dachte ich, ich hätte es geschafft. Aber welche rote Röhre? Ah, warte, die rote Röhre, die eigentlich ein Troll gewesen ist. Wo der Donut-Block erschienen ist. Lol. Okay, das finde ich aber von diesen Troll-Leveln immer so cool, ne? Ich meine, das Troll-Level, wir könnten jetzt auch einfach sagen, ja, wir lassen das Spiel jetzt einfach ewig lang rumprobieren, ohne ihm irgendwelche Tipps zu geben. Aber diese Troll-Level sind halt so fair gebaut, dass halt immer übel hops genommen wirst. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, what the hell, was soll ich tun? Dann wirst du auch immer in die Hand genommen und dir wird direkt gesagt, wo es weitergeht. Dass nicht so ein Frustmoment auftritt, dass du einfach irgendwie eine halbe Stunde nicht weißt, wie es weitergehen soll. Das finde ich super gut gemacht an diesen Leveln. Okay, das heißt, das aktivieren und dann hier rein. Alles klar. Und dann. So, puff. Oh mein Gott. Und ich hätte in die andere Richtung gehen müssen und dann wäre das Ziel. Nein. No way. What the hell. Kann der mich töten? Ja, ich lasse mich instant töten. Ich mache hier gar nichts anderes mehr. Oh, ist das fies. Oder, Freunde, imagine, ich predikte jetzt noch einen Troll. Ich hätte hier lang gehen müssen. Und wenn ich mich jetzt töte und jetzt da zurückgehe, komme ich nicht ins Ziel, weil ich kann eigentlich noch gar nicht ins Ziel kommen. Imagine. So, bleiben wir stehen. Wir bleiben stehen, oder? Wir bleiben stehen. So. Ich wusste es. Oder? Oder? Wusste ich es? Kann ich noch ins Ziel kommen? Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab den Ziel-Troll überlebt! Ich glaube, das sollte dir eigentlich erst das Gefühl geben, dass du nicht ins Ziel kommen kannst. Aber du kannst doch ins Ziel kommen! Freunde, wir haben's geschafft! Unglaublich! Unglaublich! Let's go! Ich verlinke euch jetzt. Hier oben, das letzte Troll-Level noch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Oh, war das stark. Und hier unten mein Riesenvideo, wie ich komplett Wii Sports Resort gerannt habe, Freunde. Zieht euch diesen Blockbuster rein, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Ich bin glücklich.